Guck mal, Chantal, also wenn du hier das Schenkelchen runterdrückst, ja? Okay, ja. So machst du das. Suchst du mit dem Messer das Gelenk, trennst es durch, schneidest es anhand der Haut, nimmst dann das Schenkelchen und drehst es sofort um, damit die Haut nicht im eigenen Saft steht und sie schön knusprig bleibt. Okay. Und wie lange brauche ich jetzt dafür, bis ich das so gut drauf habe wie Sie, Frau Hiller? Also ich habe auch sehr lange dafür gebraucht. Ja. Sieht jetzt nicht ganz so einfach aus, wie es ist. Ja. Aber ich sag nur, Übung macht den Meister. Und dann geht es auch so einfach von der Hand. Vor allen Dingen, wenn du es am Gast machst, ne? Ja. Das ist ein schönes Spektakel. Ja, also die gucken das immer gerne zu, sind dann immer sehr begeistert. Und sowas wird ja auch nicht mehr in allen Häusern getrieben, ne?